Die SV Elversberg war bei der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim mächtig unter Zugzwang. Man brauchte 3 Punkte, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Alexander Schmieden war zum ersten Mal nach seinem Kreuzbandriss wieder in der Startelf der SVE und ihm gehörte der erste Torschuss des Spiels in der 7. Spielminute. 5 Minuten später Ricky Mineiro beim Freistoß aus dem Halbfeld. Er bringt den Ball hinein und da ist es Timo Wenzel, der das Ding aufs Gehäuse bringt. Doch Schwäbe im Kasten der Hoffenheimer hat aufgepasst. Elversberg war bemüht, in diesen Anfangsminuten sich viele Torchancen zu erarbeiten, schaffte das auch. Hier zum Beispiel bei einem Eckball. Ball kommt zum zweiten Pfosten, da ist Miutuncic mit dem Kopf und Kevin Mack versucht es nochmal mit dem Fallrückzieher. Nach 23 Minuten nochmal Freistoß Elversberg, Matthias Kunz. Der versucht es mal direkt, Ball geht knapp übers Tor. Wenig Chancen für Hoffenheim in der ersten Hälfte, doch die zweite ging dann los mit einem Eckball für Hoffenheim. Doch sie machen nichts draus. Stattdessen Konter, SV Elversberg. Der Ball kommt zu Ricky Pinheiro und der traumhaft und direkt weiter auf Miutuncic. Tuncic scheitert am Torwart im Hoffenheimer Gehäuse an Marvin Schwäbe. 70. Minute, Eckball Elversberg. Kevin Mack mit dem Kopf auf Matthias Kunz und der schafft es nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Es bleibt zunächst heiß. Ball kommt nochmal raus. Was wir jetzt sehen, ist eine Leerstunde von aktivem und passivem Abseits. Nachdem der Gegenspieler am Ball war, kommt Thomas Birk dazu und er kämpft ihn sich, wird dann gefoult. Ein Wurf mal groß. Wir sehen einen Foul an Frederik Kehré, welches zu einem Freistoß führt. Ein Freistoß, den Thomas Birk ausführen wird. Seine Mitspieler lauern im 16-Meter-Raum. Thomas Birk wird den Ball reinbringen. Doch der macht's einfach mal direkt. Was war das denn für ein Treffer? Tor für die SV Elversberg. Und da fallen riesige Steine von den Elversbergern Spieler ab. Das 1:0 für die SVE durch Thomas Birk. Und weil dieser Treffer so schön war, noch einmal in unserer Zeitlupe. Was für ein Strich in den Winkel. Elversberg spielte von nun an wie beflügelt. 2 Minuten später, Frederik Kehré läuft sich da einen ab über die rechte Seite und trifft dann das Außennetz. Und nochmal Elversberg, 78. Spielminute, Matthias Kunz beim Freistoß aus aussichtsreicher Position. Matthias Kunz läuft an, Ball wird abgefälscht und knallt dann an die Latte des Tors. Das hätte das 2:0 für die SVE sein können. Wenn Sie denken, wir zeigen heute nur Chancen der SV Elversberg, nein, eine haben wir dann doch noch in der 90. Minute von der TSG Hoffenheim. Das war auch die einzig erwähnenswerte von Luca Röser. Doch Morten Jensen hält den 1:0-Sieg mit seiner Fußabwehr fest. Die SV Elversberg gewinnt also in Hoffenheim. Wir haben den Torschützen Thomas Birk am Mikrofon. Was für ein Gefühl war das, als der Ball da oben im Winkel eingeschlagen hat heute? Es war überragend. Ich habe gestern nach dem Training, wie es immer so ist, ich habe noch 2, 3 Freistöße geübt und unser zweiter Torhüter, der Daniel Klees, hat gesagt, morgen gehst du mal ran, du bist mal fällig. Und dass es nur heute so geklappt hat, ist natürlich sehr schön, denke ich. Und ja, wir hätten vielleicht davor schon das ein oder andere Tor machen müssen, dass es ein bisschen früher Ruhe reinkommt oder vielleicht auch das zweite nachlegen dann. Ist uns nicht gelungen, aber ich bin umso glücklicher, dass wir hier 3 Punkte mitgenommen haben. Und ich hoffe, das ist auch so ein kleiner Fingerzeig, dass es wieder bergauf geht. Okay, Alex Schmieden hat uns schon erzählt, dass im Training es Gießen hat, dass morgen da machst du eins, wenn du so schießt wie im Training. Hast du irgendwas versprochen, wenn das gelingt? Musst du jetzt einen ausgeben oder so? Nee, wir haben nichts versprochen, aber ein Ausgeben kann ich ruhig machen, ja, denke ich. Okay, wie wichtig war dieser Sieg heute für euch? Oder was meinst du, wenn man im Rückblick auf dieses Spiel guckt, wie wichtig war das heute hier zu gewinnen? Ja, ich denke, wir sind so in der Mannschaft ein bisschen gebeutelt. Wir haben ein paar Verletzte, ein paar sind nicht dabei. Ja, und deshalb war es umso wichtiger, dass wir heute ein bisschen mehr zusammenrücken. Es waren noch 2, 3 aus der zweiten Mannschaft mit bei. Und
ja, wir wissen nur, dass wir alle zusammen hier was reisen können und das haben wir, denke ich, heute ganz gut unter Beweis gestellt. Okay, nächste Woche kommt Tabellen Schlusslicht, Baunatal. Was macht ihr, dass ihr den Gegner nicht unterschätzt? Wir in der Liga, wir haben es ja erlebt in Kassel, wo wir eigentlich ganz gut gespielt haben und kurz vor Schluss kriegen wir das 1-0. Ich denke, sowas darf uns nicht nochmal passieren. Das ist in der Saison oft genug passiert, dass wir auch letzte Woche in Waldorf, wo wir ein bisschen vielleicht unterschätzt haben und das darf uns einfach nicht passieren. Da sind wir alt genug, sind Profi genug, dass wir da professionell reingehen ins Spiel. Okay, vielen Dank.